Ihr wollt besser werden in Valorant, dann seid ihr bei mir genau richtig. Und damit, yo Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder für euch 5 Tipps, wie man besser wird in Valorant. Damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst, würde ich euch raten, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Starten wir direkt mit dem ersten Tipp, und zwar merken, wie die Gegner spielen, beziehungsweise wie man den Agent spielt und wo man sie spielt. Ihr kennt es, ihr wollt auf Icebox, wollt ihr wieder hier in A reinrushen und werdet wieder von einem Chamber von hier oben weggesniped, more gewonetapped oder sonst was. Und ihr wisst nicht, was man dagegen tun kann. Da kommt jetzt, sag ich mal, der Tipp ins Spiel. Und zwar, ihr müsst merken, allgemein, wie man als Chamber, Jet oder so, als sonst irgendein Agent, wo man raufgehen kann, wo man als normaler Agent nicht kann, müsst ihr euch merken, dass immer in der Buy-Round oder selbst schon in der First-Round, in der Eco-Round, ein Chamber jedes Mal hier oben steht. Oder dass ein Chamber, wenn ihr Defender seid, dass er immer eine Trap behind hat. Solche Sachen müsst ihr euch merken. Wenn ihr sie euch nicht merkt, werdet ihr jedes Mal dumm sterben oder werdet jedes Mal die Runde verlieren. Was dazu auch noch gehört ist, was für Abilities die jeweiligen Agents haben, was die machen können, die noch einen Heal haben oder sonst was. Das alles müsst ihr noch wissen und euren Mates immer callen. Hat die Sage schon geheilt, müsst ihr es auch sofort callen. Hat eure Sage keinen Heal mehr, dann schreit eure Sage nicht dumm an und schreit die ganze Zeit Heal, sondern normal fragen, ob die einen Heal hat. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Selbstbewusstsein und Motivation. Sehr viele Spieler gehen ohne Selbstbewusstsein, ohne Motivation, ohne irgendwelche Lust aufs Spiel, gehen die in Ranked Lobbys rein. Wenn ihr schon einen Dreckstag hattet, wenn ihr wirklich keine Lust habt aufs Zocken, am besten, wenn ihr einen schlechten Tag habt, keine Selbstbewusstsein, keine Motivation habt, queue dann bitte nicht mal mehr. So zieht ihr auch noch andere Leute runter und das ist auch schlecht. Und damit ihr auch mehr Runden gewinnt, braucht ihr halt das Selbstbewusstsein. Wenn es 10-2 steht für die Gegner, könnt ihr es immer noch drehen auf ein 10-10 und das Spiel noch zu gewinnen. Also immer schön Selbstbewusstsein mit Motivation nur spielen. Wenn ihr keine Motivation habt, beziehungsweise kein Selbstbewusstsein, würde ich euch es raten, am den Tag lieber nicht zu spielen. Zu Tipp Nummer 3 jetzt, was wirklich mal was anderes ist, das ist jetzt nicht im Spiel oder so, sondern es gehört zum Visualisieren, und zwar Livestreams schauen. Mehr Livestreams schauen von oder sonst wen, die auch jedes Mal Tipps geben, wie man spielt. Oder halt man muss ja nicht jedes Mal Radiant-Spieler zuschauen, man kann auch mal Descendant-Spieler oder Immortal-Spieler zuschauen. Probiert jedes Mal, wenn ihr mal Zeit habt und ihr gerade nicht so Lust habt zu zocken, euch hier mal hinzusetzen, einen Livestream anzumachen, vielleicht auch meinen, wäre vielleicht auch mal cool. Und dann halt auch mal die Tipps, die man daraus bekommt oder die Tipps, die man daraus sammeln kann, sich zu merken und dann zu verarbeiten. Sehr viele Plays, die so eine High-Elo passieren, die auch in einer Bronze-Elo passieren, können passieren, keine Ahnung, ob es gerade deutsch war, könnt ihr euch merken und uns dann in eurer Elo machen. Merkt es euch, wie die auch manchmal in welcher Situation spielen. Spielen die ruhig, spielen die aggressiv bei einem 1 gegen 3 oder so. Merkt euch sowas. Kommen wir zu Tipp Nummer 4. Aktiv spielen. Sehr viele wollen besser werden, aber spielen das Spiel nicht mehr aktiv. Sie sind Bronze-Elo, haben Aim eines Ascendant-Spielers. Es liegt daran, dass sie wenig spielen. Ihr werdet wirklich in höheren Rank kommen, auch mit euren jetzigen Skill, wenn ihr mehr spielt. Okay, man kann wenig Zeit haben, wegen Schule, Arbeit, sonstiges. Wenn ihr wirklich im Spiel besser werden wollt, höheren Rank haben wollt, dann müsst ihr auch mehr Zeit investieren. Kommen wir zu Tipp Nummer 5. Nicht auf Kills achten. Sehr viele Spieler achten auf Kills. Sie sagen, hey, ey, wieso hast du so wenig Kills? Oder ich habe wieder mit 50 Kills verloren, woran kann es liegen? Diese Spieler sind immer KD-Spieler. Die gehen nur auf Kills, probieren ihre KD so gut wie möglich zu haben, aber verlieren trotzdem wiederum. Warum? Weil sie erstens kein Brain haben und zweitens nur auf Kills gehen. Und wenn euer Mate schlecht spielt, keine Kills hat, ist er trotzdem in irgendeiner Hinsicht nicht nutzvoll. Jeder Agent, jeder Spieler, mit dem ihr spielt, ist nutzvoll. Also nicht auf Kills achten, nicht auf eure eigene Kills oder auf die gegnerische Kills achten. Achtet auf eure Fehler, achtet auf eure Mates die Fehler, aber schreit die nicht an, sondern tut sie darauf hinweisen, dass es so nicht richtig war, in einem normalen, ruhigen Ton, damit die nicht ausrasten oder toxisch werden. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne eine positive Bewertung da. Schreibt gerne in die Kommentare, welche Tipps davon ihr noch nicht wusstet. Folgt gerne meinem Twitch-Kanal. Ich würde mich sehr drüber freuen. Und eine große Bitte an euch. Unten in der Videobeschreibung ist der Link vom Kanal von meinem Bruder. Er hat mit YouTube angefangen. Er macht Warzone-Videos und Modern Warfare 2-Videos. Würde mich sehr drüber freuen, wenn ihr einen kleinen Push für ihn da lässt. Jetzt danke fürs Zuschauen. Sehen uns dann demnächst wieder. Haut rein.